Wenn dann alle einen Platz gefunden haben, darf ich Sie herzlich willkommen heißen bei unserer heutigen Veranstaltung Der Fall Haftmann aus Täterschaft zum Erfolg, die Teil der Reihe Vergiftete Verhältnisse ist, welche das Documenta-Institut gemeinsam mit Traces hier in der Forschungsstation veranstaltet. Schön, dass Sie da sind. Wer an Werner Haftmann denkt, hat in der Regel den renommierten Kunsthistoriker vor Augen, der in der Nachkriegszeit als Autor des zeitgenössischen Standardwerks Malerei im 20. Jahrhundert, Mitbegründer der Documenta und erster Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin Karriere machte. Doch in den letzten Jahren wurde publik, dass Haftmann auch Nationalsozialist war. 1933 trat er in die SA ein, 4 Jahre später, 37, wurde Haftmann Mitglied der NSDAP. Im Zweiten Weltkrieg beteiligte er sich am Partisanenkrieg in Italien. In den kommenden 90 Minuten wollen wir daher versuchen, den Fall Haftmann zu rekonstruieren und zu verstehen, wie aus dem Täter der erfolgreiche Kunsthistoriker wurde. Mit Blick auf die Documenta ist dabei nicht zuletzt die Frage zentral, ob Haftmann ein Kunsthistoriker war, der auch Nationalsozialist gewesen ist, oder ob seine Vorstellungen von Kunstvermittlung genuin nationalsozialistisch geprägt waren. Also, was wissen wir über Haftmanns Denken und Handeln zwischen 1933 und 1945? Inwieweit prägte Haftmanns NS-Vergangenheit seine Arbeit? Und wie verändert sich vor diesem Hintergrund unser Bild von Haftmann? Lässt sich die Trennung von Autor und Werk angesichts einer solchen Biografie wirklich aufrechterhalten? Ich freue mich sehr darüber, diese Fragen heute mit zwei Menschen diskutieren zu können, die Expertinnen auf diesem Gebiet sind und sich in ihrer Forschung intensiv mit dem Fall Haftmann beschäftigt haben. Das ist zum einen Vincenza Benedettino. Sie ist Kunsthistorikerin und studierte Kunstgeschichte in Triest und Kunstgeschichte und Museologie an der Universität Heidelberg und an der École du Louvre in Paris. 2017 hat sie begonnen, an der Universität Heidelberg zu Werner Haftmann als Gründungsdirektor der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu promovieren. Im Frühjahr letzten Jahres hat sie die Arbeit abgegeben und im Dezember erfolgreich verteidigt, und mit etwas Glück können wir das fertige Buch noch Ende dieses Jahres in den Händen halten. Vincenza Benedettino war Stipendiatin des Landes Baden-Württemberg am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München sowie Stipendiatin am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris und an der Bibliotheca Herziana in Rom. Zu meiner Linken sitzt Carlo Gentile, er ist Historiker und promovierte 2012 mit einer Arbeit über die Wehrmacht und die Waffen-SS im Partisanenkrieg in Italien. Darin arbeitete er systematisch die deutschen Kriegsverbrechen in Italien zwischen 1943 und 1945 auf. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Studien zur Geschichte Italiens im Zweiten Weltkrieg und lehrt am Martin-Buber-Institut für Judaistik der Universität Köln. Schön, dass Sie beide heute hier sind. Wir beginnen chronologisch, was bedeutet, dass ich mich zunächst an Herrn Gentile wenden möchte. Ihre Bekanntschaft mit Werner Haftmann war ja eher eine Zufallsbekanntschaft, wenn man so möchte. Sie haben nicht nach dem Kunsthistoriker Haftmann gesucht, sondern sind auf einen Mann gestoßen, der in nationalsozialistische Verbrechen verstrickt war. Vielleicht können Sie noch einmal umreißen, was Haftmann zwischen 1933 und 1945 gemacht hat. Ja, das übernehme ich gerne. Werner Haftmann ist 1912 in Glogno in der Nähe von Lodz geboren. Er war der Sohn eines Zollbeamten, der dort Dienst tat und beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs wohl dann erstmal nach Oberschlesien und später nach Magdeburg gelebt hat. Dort ist dann Werner Haftmann auch zur Schule gegangen. 1932 hat er Abitur gemacht, 1933 hat er sich an der Universität in Berlin eingeschrieben für Kunstgeschichte und Archäologie,
Er hat ein Jahr in Berlin studiert und ist dann 1934 nach Göttingen gezogen, wo er 1936 promoviert worden ist. 1933 in Berlin ist er in die studentische SA eingetreten. Das ist seit etwas über einem Jahr bekannt geworden. Und 1937, als er dann bereits in Italien lebte, ist dann in die NSDAP aufgenommen worden. 1936, nach seiner Promotion, er promovierte über ein Thema der italienischen Renaissance, ist er dann am Kunsthistorischen Institut in Florenz übernommen worden. Er war dort erster Assistent des Institutsdirektors und arbeitete dort bis 1940. Die Chance, eine Assistentenstelle in Wien zu bekommen, hat er dann offensichtlich abgeschlagen und ist dann in Italien geblieben. Und ab Januar 1941 war er dann bei der Wehrmacht als Sonderführer Z, wie es hieß, bei der deutschen Delegation bei der italienischen Waffenstillstandskommission in Turin als Sekretär und Dolmetscher tätig. Dort ist er dann bis Herbst 1943 geblieben. Dann nach der Besatzung Italiens ist die Kommission nicht wieder aufgestellt worden. Und er ist dann nach Wiesbaden für 3 Monate versetzt worden, um dort militärisch ausgebildet zu werden, und kam dann Anfang 1944, aber Ende Januar, Anfang Februar, zurück nach Italien und wurde dann erneut als Sonderführer Z dann im Stab des 14. Panzerkorps von General von Senger und Eterlin, das damals im Rücken der Front bei Cassino die Front hielt und dort dann zunächst als Dolmetscher übernommen worden ist. Das war jetzt die ganz schnelle. Die ganz schnelle Variante. Ja, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Wie ist es überhaupt, also vielleicht auch für die von uns, die militärhistorisch nicht ganz so bewandert sind wie Sie, vielleicht können Sie nochmal Haftmanns Aufgabenprofil als Sonderführer und vor allem dann auch als 1C beim 14. Panzerkorps umreißen. Und ja, vielleicht gleich damit verknüpft die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Haftmann in diese Position kommt? Ist das eine Entscheidung, die er trifft? Ist das eine Entscheidung, die für ihn getroffen wird? Oder, ich formuliere mal anders, vielleicht etwas salopper, wie kommt es eigentlich, dass jemand, also wie so ein Etappenhengst Haftmann, plötzlich im Feld agiert? Das ist doch erklärungsbedürftig. Ja, natürlich. Das sind auch gleich mehrere Fragen gleichzeitig. Also ein Sonderführer ist eigentlich eine Besonderheit der Wehrmacht gewesen. Ein Sonderführer ist kein Offizier gewesen und Sonderführer hatte auch nichts mit Sonderkommandos oder Ähnliches zu tun gehabt. Ein Sonderführer war ganz einfach jemand, der im Zivilleben über bestimmte Fertigkeiten verfügte, nicht ausreichend militärisch ausgebildet gewesen ist, und damit er in einer Stelle übernommen werden konnte in der Wehrmacht, die seinen zivilen Fähigkeiten, für die er einberufen wurde, entsprach, erhielt er dann eine Sonderführerposition. Und es gab dann Sonderführer, die ganz niedrig eingestuft waren als Unteroffiziere, die Stellengruppen G und O. Und es gab dann Sonderführer, die Stellengruppen dann der Offiziere zugewiesen hatten. Die niedrigste war Z,
Kfz steht für Zug, also die typische Oberleutnantstelle bei der Wehrmacht. Dann gab es K, das ist dann Kompanie, das wäre dann eine Hauptmannstelle, und B für Bataillon, das wäre dann eine Oberstleutnantstelle. Und die Person, die diese Stelle hatte, dann bekam auch das Gehalt, das entsprechende Gehalt, und wurde dann als aufgrund seiner Spezialisation verwendet. Es gab Sonderführer im Ingenieurwesen, es gab Sonderführer bei der Eisenbahn, viele bei der Landwirtschaft, vor allem in der niedrigeren Stellen. Das waren einfach Bauern, die in den besetzten Gebieten Betriebe dann geführt haben. Und es gab Dolmetscher, die dann vor allem in Wehrmachtsstäbe bei 1C-Abteilungen und bei der Abwehr dann verwendet worden sind. Und Werner Haffmann hat so eine Stelle als Dolmetscher 1941 erhalten und ist auch in Turin weitergeblieben, auch nachdem General von Etterlin, der erste Kommandeur, der erste Leiter der deutschen Delegation in Turin gewesen ist, dann ein Kommandierung an die Front bekommen hat. Er ist, hat weiter in Turin als Sonderführer gedient. Aber die Stelle ist ausgelaufen und es ist wirklich unklar, wie er dann 1944 erneut als Sonderführer eingesetzt wird. Aber ich nehme an, dass es über eine Bitte von ihm, er hat wahrscheinlich General von Senger einen Brief geschrieben und gesagt, ich habe erfahren, dass Sie wieder in Italien sind, können Sie mich nicht gebrauchen, sonst muss ich möglicherweise an die Front oder ich weiß nicht, was aus mir werden kann. Und offensichtlich hat von Senger dann einen Antrag gestellt beim Heerespersonalamt und diese Stelle dann erneut für ihn beantragt und ihm gegeben. Sie gehen also davon aus, dass von Senger von Etterlin dafür verantwortlich ist, dass Haftmann dann wieder in diese Stellung kam? Ja, ich 44. gehe davon aus, dass Werner Haftmann diese Stelle ihm zu verdanken hat, womöglich in beiden Fällen. Er war ja beide Positionen war von Senger und Etterlin, als er die Stellen bekam. Und als er dann bei 1944 bei von Senger und Etterlin kam, dann hat er eben erstmal diese Funktion als Dolmetscher ausgeübt. Es ist dann der Abteilung 1C zugewiesen worden. Die Abteilung 1C innerhalb von militärischen Stäben ist die Abteilung, die für Feinderkenntnisse, Feindlage, Gegenspionage und Partisanenbekämpfung zuständig ist. Und bereits recht früh hatte er als Sonderführer ohne große militärische Ausbildung dann die Geschäfte des sogenannten vierten Ordonnanzoffizier erhalten, der innerhalb eines Stabes, eines Korps für die Abwehrsachen verantwortlich war. Und das hat er dann gemacht. Und diese Abwehrtätigkeit war recht abwechslungsreich. Er beschäftigte sich vor allem mit den sogenannten Abwehr 1 und Abwehr 3. Abwehr 1 war Spionage in den feindlichen Linien, also V-Leute, meistens waren junge italienische Männer oder auch Frauen, die über die Front geschickt wurden, um Informationen zu sammeln, welche Einheiten befinden sich auf die Gegenseite. Das war
1940 sehr wichtig, weil, wie Sie halt vermutlich wissen, die deutsche Luftwaffe praktisch nicht mehr sehr leistungsfähig in dieser Zeit war und es fehlte einfach an Feindeerkenntnissen. Und, Abwehr 3 war dagegen Gegenspionage und dann ging es darum, aus dem unmittelbaren Gebiet hinter der Front alle möglichen Gefahren für die Sicherheit und für die Sicherheit der Truppen dann auszuschalten. Und diese Gefahren waren ehemalige alliierte Kriegsgefangene, die zum Beispiel von den Italienern 1943 beim Zusammenbruch befreit worden waren und jetzt versuchten, über die Front nach Süden zu kommen. Partisanen, Juden, die sich versteckten, wurden auch der Spionage verdächtigt und vor allem ausländische Juden, also die es handelte sich meistens um mitteleuropäischen Juden, die Deutsch sprachen, die wurden auch gesucht. Und das waren die Aufgaben, zumindest in den ersten paar Monaten seiner Tätigkeit hinter der Front. Und vielleicht für mich, aber auch für die anderen zur Erklärung noch einmal, was konkret ist dabei Haftmanns Aufgabe? Führt er Verhöre? Wertet er Informationen aus? Wissen wir mehr darüber? Und nochmal nachgehakt, ist es nicht wirklich erstaunlich, dass jemand wie Haftmann, trotz seiner Sprachkompetenzen fraglich, 1944 in so eine Position kommt? Denn wir wissen ja auch, dass zu diesem Zeitpunkt gerade in Italien sehr viele Experten des Massenmordens und Massentötens aus Russland zu diesem Zeitpunkt sind und solche Stellen besetzen. Wie kommt Haftmann da? Wie ist Haftmann da einzuordnen? Ja, also konkret hieß es zumindest, das, was anhand der Militärberichte, die noch erhalten sind, festzustellen ist, hat er mehrere Suchaktionen im Hinterland der Front durchgeführt, immer zusammen mit V-Leuten, eben diese Italiener, die ihn begleitet haben und hat dann auch wieder Italiener über die Front geschleust und dann ihre Erkenntnisse ausgewertet. Und Verhöre natürlich auch, aber das kommt vor allem zu einer etwas späteren Zeit, als dann der Rückzug begann im Sommer 1944 und das Korps sich absetzte und er dann durch die Toskana kam und dort plötzlich der Partisanenkrieg entbrannte. Und dann wurde die Bedrohung der Partisanen, die im südlichen Bereich Italiens nicht so stark war, war dann im Sommer 1944 in der Toskana viel, viel größer. Und dann wird er auch eine seiner Haupttätigkeiten. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Berichten von Zeit etwa 23. bis 26., 27. Juni 1944 von einer Aktion, die er in der Nähe von Volterra durchführt, die ich auch in den Artikel, den ich letztes Jahr in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht habe, auch etwas genauer beschrieben habe. Es werden Partisanen oder Verdächtige festgenommen. Zu beachten ist, dass Werner Haffmann in dieser Zeit einen sogenannten Zivilspähtrupp anführt. Das heißt, er ist ohne Uniform wie ein Zivilist angezogen. Die 3-4 Italiener, die mit ihm sind, sind ebenfalls in Zivil angezogen, haben Autos, Waffen und ziehen dann von Gehöft zu Gehöft und lassen sich über die Partisanenlage informieren und vernehmen, verhören halt die Bewohner der Gegend. Und im Zuge dieser Aktion wird ein junger Mann verhaftet. Es ist ein Serbe,
der zugibt, bei den Partisanen zu sein und Ausbilder in Sprengstoff, in Handlung von Sprengstoff gewesen zu sein, und wird verhört. Und in dem Verhörprotokoll, dann sind da alle seine Angaben aufgelistet und dann auch seine Bereitschaft von diesem jungen Serbe, sagt ja, also ich bin jetzt gerne bereit, euch zu helfen und überall herumzuführen, wo Partisanen sind. Und dann steht aber noch eine Postille, steht nach verschärfter Vernehmung, und dann noch weitere Angaben. Aber es ist nicht mehr viel, was er sagte, präzisiert das einfach nur. Das heißt, das Angebot des Partisanen zu kollaborieren wird abgeschlagen, wird nicht angenommen, und sie vermuten, dass er lügt. Und daher foltern ihn, schlagen ihn, bis er dann weitere Angaben macht und sie mit seinen Antworten zufrieden sind. Also so stelle ich es mir vor. Dieses Dokument trägt zwei Namen darunter, der eines Unteroffizier der Geheimen Feldpolizei, Ludewig heißt er, und der Name Dr. Hafmann, Sonderführer Z. Und es gibt noch weitere Dokumente aus dieser Aktion, die auch von Werner Hafmann unterschrieben worden sind, sind aber längst nicht so dramatisch. Und was wir noch wissen, ist, dass dieser junge Serbe, der vernommen worden ist, wird zusammen mit einem älteren Italiener, einem Bauer, etwa 50 Jahre alt, dann 2-3 Tage später in der Nähe von Volterra erschossen. Das war jetzt diese Aktion. Und dann gibt es weitere, die dann später im Juli stattfinden. Da führte er einen sogenannten Bandenjagdzug. Das ist auch wieder erstaunlich, weil er ja gar kein Offizier ist. Also im Prinzip hat er ja nur 3 Monate Militärausbildung genossen, sozusagen. Und ist mindestens genauso erstaunlich, dass er überhaupt in diese Tätigkeit gekommen ist. Ja. Wir können also festhalten, es ist sicher, dass Werner Hafmann bei Folterung anwesend, wenn nicht sogar beteiligt gewesen ist. Zumindest hat er diesen Bericht unterzeichnet und vermutlich auch an weiteren Aktionen. Und mit Blick auf die Uhr, wir können später noch darauf zurückkommen, springen wir ein wenig und ich frage, wo war denn Werner Hafmann dann bei Kriegsende und warum wurde ihm nach 1945 nicht der Prozess gemacht? Denn es wurde ja von den italienischen Behörden nach ihm gesucht, aber offensichtlich konnte er sich entziehen. Ja. Gegen Kriegsende kommt Hafmann nach Bologna. Ab Ende Oktober, Anfang November 1944 wird die Stadt Bologna General von Senger und Eterlin unterstellt. Das ist auch aus militärischen Gründen, aber das hat für die Stadt Konsequenzen, weil General von Senger und Eterlin dann doch etwas moderaterer General ist im Vergleich zu den Offizieren, die früher dort tätig waren, und vor allem er stützt sich nicht so stark auf die italienischen Faschisten und versucht, die Faschisten aus Bologna zu verdrängen. Und in dieser Angelegenheit scheint Hafmann eine Rolle gespielt haben, in diesem Fall eine positive Rolle, würde ich sagen. Er arbeitet offensichtlich zusammen mit dem SD, mit dem Sicherheitsdienst, das auch eine ähnliche Politik verfolgt in der Stadt Bologna. Das heißt, die Faschisten, die besonders radikal sind und besonders verhasst sind, von der Bevölkerung zu verdrängen. Gleichzeitig die Innenstadt als Sperrzone für die deutschen Truppen zu deklarieren, damit die Zivilbevölkerung dort etwas Ruhe haben kann.
Also es ist insgesamt eine positive Politik, die dort von den Deutschen für die Stadt gemacht wird. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass die Repression stärker gegen die Kommunisten gerichtet wird. Und es finden jede Menge von Erschießungsaktionen von kommunistischen Partisanen durch den SD. Ob Werner Hafmann tatsächlich etwas damit zu tun hat, das wird in Italien gesagt, aber ich habe da meine Zweifel, aber ich gehe davon aus, dass er davon wusste als Abwehrmitarbeiter, was dort passierte. Und darüber hinaus gab es dann Aussagen bei Kriegsende, die Hafmann beschuldigten, an Verhaftungen teilgenommen zu haben in der Stadt im Januar und April 1945 und dabei auch die Verhafteten auch wieder gefoltert zu haben. Allerdings, diese Aussagen standen in Zusammenhang mit einem Verfahren gegen einen Südtiroler Angehörige des SD, der als Hygiene von Bologna bezichtigt wird. Und das Verfahren findet erst sehr spät statt. Diese Hygiene von Bologna aus Südtirol wird erst 1950 überhaupt verhaftet. Oder Ende der 40er Jahre verhaftet und der Prozess findet 1950 statt. Werner Hafmann ist schon längst aus Italien weg. Und einer der Zeugen, der Hauptzeuge gegen ihn, war zur Zeit des Prozesses auch Ausland, der wird gar nicht als bei dem Prozess zitiert. Insofern spielt letztendlich bei dem Prozess 1950 der Name von Werner Hafmann überhaupt keine Rolle. Insofern würde ich sagen, er kommt einfach durch die Maschen, durch eine Mischung von Zufälle, für ihn günstige Zufälle und Interventionen von Freunden, die ihn dann seine Befreiung relativ schnell bewirken. Also Hafmann kann sich auf jeden Fall entziehen, wird entzogen oder er hat Glück und glückliche Umstände. Vielleicht zum Abschluss dieses ersten Blocks noch eine Frage, auch ganz speziell an Sie als Militärhistoriker. Ist Hafmann für Sie ein Normalfall oder doch ein Sonderfall? Es kommt darauf an, wie Sie das jetzt meinen mit Normalfall und Sonderfall. Ich würde sagen, im Kontext der Erfahrungen deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist schon ein Sonderfall, weil dass jemand mit so weniger Ausbildung so viel Macht und Verantwortung trägt, ist... Ich meine, es gab viele, viele verschiedene Fälle, aber es ist halt eben nicht alltäglich gewesen. Und daher ist nicht die Erfahrung des normalen Soldaten des Zweiten Weltkriegs gewesen. Allerdings sein Schweigen und sein Beschweigen seiner Vergangenheit in der Nachkriegszeit, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und da würde ich sagen, da ist er eigentlich absolut normal und konform, wie sich die Gesellschaft in jenen Jahren verhalten hat. Also Schweigen über die eigene Vergangenheit und sich in den Wissen und sich darauf verlassen zu können, dass die ehemaligen Kameraden, die über einen Bescheid wussten, auch nichts gesagt haben. Darauf werden wir sicher noch zurückkommen. Es sind also noch viele Fragen offen und viele Fragen hat auch Vincenza Benedettino gehabt, als sie begonnen hat, sich mit Werner Hafmann zu beschäftigen. Vielleicht können Sie noch mal Ihren Zugang schildern, wobei mich vor allem interessieren würde, Sie haben sich ja für die Neue Nationalgalerie und Ihren Gründungsdirektor, der Werner Hafmann war, interessiert. Welches Bild hat Ihnen denn die Forschung vermittelt, als Sie begonnen haben, sich mit Werner Hafmann zu beschäftigen?
Also ich habe im Jahr 2016 eine Masterarbeit über die erste Ausstellung der Neuen Nationalgalerie. Das war eine Ausstellung, die Piet Mondrian gewidmet war. Also das heißt, ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit vor allem mit der Neuen Nationalgalerie auseinandergesetzt und für die Neue Nationalgalerie interessiert. Ich habe damals angefangen, in den Beständen des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu recherchieren und habe bemerkt, dass Haftmanns Arbeit als Direktor der Neuen Nationalgalerie bis dato kaum untersucht worden war. Also deshalb habe ich mich entschieden, eine Doktorarbeit darüber zu schreiben und habe die Recherchen am Anfang des Jahres 2017 angefangen. Ich habe mich auch für Haftmanns Biografie interessiert. Und es hat mich schon gewundert, dass es keine kritische Studie oder Biografie über Haftmann gab, also über einer der wichtigsten deutschen Kunsthistoriker der Nachkriegszeit, wenn nicht der einflussreichste. Tatsächlich ist die einzige verfügbare Biografie die Online-Biografie, die 2010 von der Witwe Haftmanns, Frau Evelyn Haftmann, zusammengestellt und veröffentlicht wurde. Also diese Biografie war für mich problematisch, weil sie eben lückenhaft ist, insbesondere in Bezug auf die Jahre des Nationalsozialismus und des Krieges. Und ich habe also mich entschieden, auch über die Biografie Haftmanns zu recherchieren. Und tatsächlich besteht meine Dissertation aus zwei Teilen, also dem ersten Teil über die Biografie und den zweiten Teil über die Neue Nationalgalerie. Also ich habe versucht, in den meisten möglichen Archiven zu recherchieren, aber mein Versuch ist nicht immer erfolgreich gewesen, weil ich eben manchmal keine Genehmigung bekommen habe von Frau Haftmann. Und das letzte Mal ist gerade letzte Woche passiert. Also ich wollte Einsicht in die Korrespondenz zwischen Werner Haftmann und Otto Lehmann Brockhaus bekommen, die in der Bibliothek Arziana sich befindet und worüber auch der wissenschaftliche Mitarbeiter der Bibliothek Arziana, Lothar Sickel, letztes Jahr einen Artikel veröffentlicht hat. Also aus meiner Recherchen kann ich sagen, dass an der einen Seite habe ich das Bild von einem widersprüchlichen und ambivalenten Mann bekommen. Also das heißt, Haftmann war, wie wir schon gehört haben, in der NSA, in der NSDAP. Er hat während des Krieges Kontakte zu Judinnen, Antifaschisten und Nationalsozialisten. Und er hat in der Nachkriegszeit ein ambivalentes Verhältnis in Bezug zu seiner Aktivitäten, also während des Krieges. Und ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Also Haftmann hat einen Beitrag zum 80. Geburtstag von Bernhard Degenhardt geschrieben. Und in diesem Beitrag hat er die realen Gründe hinter der Reisen von Bernhard Degenhardt zu französischen und italienischen Künstlern während des Zweiten Weltkriegs verbirgt. Also Degenhardt war wie Haftmann angestellt an der Waffenstillstandskommission in Turin und er war auch Kustos an der Albertina und er wurde tatsächlich von der Albertina beauftragt, Grafiken von italienischen, also von zeitgenössischen Künstlern zu kaufen. Also Haftmann hat ihn auch begleitet, einmal zu Matisse.
Das heißt, es ist nicht, also Haftmann hat gesagt, dass Degenhardt hat damals diese Reise gemacht, weil er sich in dem neuen Feld der modernen Kunst ausbilden wollte. Aber das stimmt nicht. Also Degenhardt hat damals diese Künstler besucht, weil er also in der prekären und schwierigen Lage des Krieges Kunstwerke für sehr wenig Geld erwerben wollte. Und also wie gesagt, Haftmann war auch einmal mit ihm zusammen. Wie kommt es eigentlich, dass Werner Haftmann sich der Moderne zuwendet? Er promoviert ja mit Blick auf die Renaissance, kommt im Alter auch zur Renaissance zurück. Wie kommt dieses Interesse an der Moderne und sehen Sie da auch Bezüge zur Biografie? Mhm. Ja, also Haftmann ist ein Mann, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der ehemaligen Provinz Posen in Polen geboren wurde und in der schwierigen historischen Phase der Polenaufstände aufgewachsen ist. Haftmann ist auch ein Mann, der sich in den 30er Jahren ausbildet und er fängt also seine Karriere im Bereich der Renaissance und nach dem Krieg sich mit der Moderne beschäftigt und eine erfolgreiche Karriere macht. Also in diesem Sinne ist Haftmann für mich auch repräsentativ von einer Generation von Kunsthistorikern, die bereits vor dem Krieg also eine gute Stelle während des NS-Regimes hatten und dann nach dem Krieg ihre Karrieren, abgesehen von ihrer leichter oder schwerer Verstrickung, weitergeführt haben. Haftmann hat sich mit der Moderne bereits, als er Student in Berlin war, und das ist ein Argument, das immer wieder also angeführt wird, um zu beweisen, dass Haftmann sich doch mit der Moderne schon vor dem Krieg beschäftigt hatte. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen den Kontext analysieren, weil Haftmann hat einige Artikel für die Zeitschrift Kunst der Nation geschrieben. Und Kunst der Nation war eine Zeitschrift, die von Otto Andreas Schreiber, der stellvertretender Kreisführer für Berlin des Nationalsozialistischen Studentenbundes war, und von Fritz Eduard Hartmann, ehemaliger also Direktor von Weltkunst. Tatsächlich haben sich die Gründer von Kunst der Nation für den deutschen Expressionismus eingesetzt, aber sie verstanden sich auch als eine innerparteiliche kunstpolitische Opposition im Bereich des Machtkampfes zwischen Alfred Rosenberg und Josef Goebbels, die damals also über die Vereinbarkeit von der Moderne mit dem Nationalsozialismus streiteten. Also die Gründer von Kunst der Nation hofften, den deutschen Expressionismus also präsentiert unter den Bedingungen des Nationalsozialismus zu retten. Haftmann hat also einige Artikel geschrieben, darunter ein Artikel mit Titel Geografie und unsere bewusste Kunstlage. Und in diesem Artikel benutzt er volkstümliche und rassischen Konzepte der 30er Jahre sowie auch eine nationalistische Rhetorik. Also spüren von diesen Artikeln, die er damals schreibt, werden wir auch später in Haftmanns bekanntesten Buch, die Enzyklopädie Malerei im 20. Jahrhundert, vorfinden. Und in seinem kuratorischen Arbeiten bzw. Wirken als Direktor in der Neuen Nationalgalerie, sehen Sie da auch Spuren dieses Denkens in den Ausstellungen bzw. in dem Kaufverhalten, das Haftmann da an den Tag legt? Also was für Kunst kauft er, welche Kunst kauft er nicht und welche Ausstellungen zeigt er, was zeigt er nicht?
Also Haftmann dachte, dass in der Kunst, in der Neuen Nationalgalerie nur repräsentative Künstler ausgestellt werden durften. Also allgemein kann man sagen, dass Haftmann nur wenige Gruppenausstellungen gezeigt hat, so wie zum Beispiel die Ausstellungen Sammlung Karl Ströhr und die Ausstellung Moderne, polnische moderne Kunst und Grafik, die aber beide nicht aus seiner Initiative stammten. Er hat nur zwei Ausstellungen im Bereich des Kunstes 19. Jahrhunderts gezeigt, also Turner und Whistler. Und ich würde sagen, dass seine eigene Aufgabe also lag darin, die Kunst, also einzelne Persönlichkeiten der Kunst der Moderne zu präsentieren. Und in diesem Sinne benimmt sich Haftmann nicht nur als Kurator, sondern als Gestalter seiner eigenen Kunstgeschichtsschreibung. Haftmann zeigt also Künstler, die er als Meister der Moderne beschreibt, die Maßstäbe setzen, so wie zum Beispiel Piet Mondrian, also diese Eröffnungsausstellung. Und dann zeigt er aber auch Künstler, die seiner Meinung nach der mittleren Generation angehören, die er als Erben dieser Tradition interpretiert. Und das sind Künstler wie Rothko, Wohls oder Hartung. Also für mich ist sehr interessant, dass Haftmann dachte, dass Kunst frei sein sollte. Das heißt, dass Kunst nichts anderes als sich selbst also repräsentieren und zeigen sollte. Und es ist interessant, dass auch wenn Haftmann Künstler ausstellte, die sich mit Politik engagieren, hat er versucht, ihre Kunst zu entpolitisieren. Und es gibt ein interessantes Beispiel. In der Neuen Nationalgalerie wird 1970 eine Ausstellung über, über Roberto Matta präsentiert. Und Matta ist eben ein Künstler, der sich ab den 60er Jahren intensiv mit Politik auseinandersetzt. Es ist interessant, weil Haftmann also schreibt nur ganz kurz im Katalog, dass er also dass seine Kunst politische Inhalte hat, aber beschränkt sich weiterhin in der Deutung seiner Kunst auf eine formalistische Stilanalyse. Also einer der Werke, die wirklich als Schwerpunkt der Ausstellung präsentiert waren, heißt Grimau. Und dieses Werk war Julian Grimau gewidmet. Grimau war ein spanischen politischen, Entschuldigung, ein spanischen kommunistischen Politiker, der während der Diktatur Francos hingerichtet wurde. Und er hatte auch während des Bürgerkriegs in Spanien neben den Republikanern also gekämpft. Er war wirklich ein Symbol für die Demokratie und Haftmann wird darüber nichts sagen. Das heißt, er setzt sein Programm, von dem wir wissen, dass er es auch hier in Kassel so durchgeführt hat, eigentlich fort. Nun frage ich mich, Haftmann kommt 1967 in ein hochpolitisiertes West-Berlin. Ja. Wie wird seine Arbeit dort rezipiert? Und vor allem auch, also wie schafft er es, sich dort nicht dazu zu verhalten? Wieso kommt er überhaupt nach Berlin? Mhm. Wer will Werner Haftmann mit dieser Biografie, also ich meine jetzt mit seiner beruflichen Biografie, in West-Berlin? Ja, also Haftmann wurde 1967 von Stefan Wetzold nach Berlin berufen, obwohl er ja keine Museums, also keine Erfahrung als Museumsleiter hatte. Haftmann hatte, also diese Berufung wurde damals in der Presse stark kritisiert. Zum Beispiel kann ich einen Artikel erwähnen von dem Kunstkritiker Heinz Hof. Er
Hafmann schrieb damals im Tagesspiegel, dass Hafmanns Berufung zu spät gekommen war, dass es also möglicherweise ein Verdienst für die Stadt gewesen wäre, wenn Hafmann kurz nach dem Krieg Direktor also in Berlin gewesen sei. Aber ja, mittlerweile war zu spät, seiner Meinung nach. Also er kritisiert sowohl Hafmanns Arbeit als auch Hafmanns Wirken, weil sie also zu konservativ gelten. Er meinte, dass ja, Hafmanns Dogmatik und Engagement für die abstrakte Kunst von der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst überholt war. Und tatsächlich hatte Hafmann eine schwierige Beziehung mit Berlin. Also persönlich schätzte er die Stadt als unaristokratisch und sogar sozialproletarisch. Und er scheute sich nicht, die Kunst, die in der Stadt geschaffen wurde, als abscheulich oder als Pöbeleien zu bezeichnen. Er hatte auch eine sehr schwierige Beziehung mit den Künstlern, die in Berlin tätig waren. Und ich könnte hier so ein Beispiel anführen. Also er hatte zum Beispiel eine schwierige Beziehung mit dem Künstler Dieter Hacker, der eine Produzentengalerie in West-Berlin betrieb. Dieter Hacker hatte 1973 eine Ausstellung organisiert, die unsere Nationalgalerie hieß. Und diese Ausstellung war eben eine Kritik an die neue Nationalgalerie und an den Kunsthistorikern, die dort arbeiteten. Der Künstler meinte, dass sie Kunstveranstaltungen organisierten, die den Menschen der Stadt nicht ansprachen. Also Hacker wollte diese kleine Ausstellung in einer mobilen Galerie auf der Terrasse der neuen Nationalgalerie während des Sommers zeigen. Aber Hafmann hat das natürlich nicht veranlasst. Was sehr interessant ist, ist, dass im März 1973 werden zwei Fensterscheiben der neuen Nationalgalerie durchschossen. Und Hafmann hat diesen Künstler verantwortlich gemacht und seine Ausstellung gegen die neue Nationalgalerie. Und noch schlimmer hat er dem Künstler gedroht, also ohne Beweise, ihm bei der Polizei anzuzeigen. Und hatte das ein Nachspiel? Ob er das gemacht hat? Ja. Also nee, tatsächlich nicht, aber ja. Also können wir festhalten, es ist auf jeden Fall ein Gründungsdirektor, der sehr ambivalent gesehen wurde. Nichtsdestotrotz hat Hafmann selbst das ja scheinbar alles von sich gewiesen. Können Sie denn etwas darüber sagen, wie er selbst auf seine Arbeit zurückgesehen hat und inwieweit er selbst auch zu jenem ja letztlich Mythos beigetragen hat, der heute noch mit ihm verbunden ist? Ja, also ich glaube, dass Hafmann hat dazu beigetragen, Mieten von Künstlern zu schaffen, wie zum Beispiel im Fall des Künstlers Wohls, den Hafmann als tragischer Künstler darstellt. Aber er hat auch zu seinem eigenen Mythos beigetragen. Und gerade in der Beschreibung der Kunst Wohls, der Hafmann als wahrer Zeuge seiner Generation bezeichnet, bezieht er sich in dieser Generation hinein von Menschen, die in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren wurden und die Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges auf sich erlitten haben. Also er hat nach dem Zweiten Weltkrieg seine Karriere in der Moderne also fortgeführt. Und es ist sehr interessant, dass er diese Entscheidung nicht so eine pragmatische Wahl darstellt, weil das war eben die Gelegenheit, um als Kunsthistoriker tätig zu sein, sondern als Auftrag des Schicksals.
Also als ob es in seiner Verantwortung liege, die von den Nationalsozialisten verfemten, also unterdrückten Künstler zu retten, legitimiert er sich in dieser neuen Rolle als Kunsthistoriker der Moderne. Und ich glaube auch, dass Haftmann also ein charismatischer Kunsthistoriker war. Also viele Zeitzeuge haben dafür gesprochen, also über seine rhetorische Fähigkeit, über seine also empathische Art und Weise, über Kunst zu reden und zu schreiben. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, das dazu beigetragen hat, dass sich um Haftmann ein Mythos herausgebildet hat. Vielleicht das noch als Abschlussfrage zu diesem Blog. Wie verhält sich denn die Neue Nationalgalerie zu ihrem Gründungsdirektor? Gibt es da eine kritische Auseinandersetzung, insbesondere nach den Veröffentlichungen in den letzten Jahren? Also die Neue Nationalgalerie war wegen Renovierungsarbeiten lange geschlossen. Im 2019 wurde eine Ausstellung über Emil Nold veranstaltet, in der auch Haftmanns Rolle also untersucht, geforscht wurde, also in dieser Gründung des Mythos Noldes und auch in der Tatsache, dass er tatsächlich geschwiegen hat, dass Nolde, ja, Noldes, die Sympathien von Nolde für den Nationalsozialismus und auch sein Antisemitismus. Ich weiß, dass die, also jetzt in der Neuen Nationalgalerie gibt es einige Informationen über die neulichen Recherchen zur Biografie Haftmanns, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der ersten Phase der Geschichte des Museums bleibt noch aus. Ich weiß, dass die, dass das Museum eine Veranstaltung zu Haftmann plant, an der ich auch eingeladen worden bin. Aber ob das Museum ein Forschungsprojekt vorhat, das kann ich nicht sagen. Sie beide eint ja nun die Frage eigentlich das Problem der Trennung von Autor und Werk. Und mich würde jetzt, da spreche ich Sie beide an, schon interessieren, inwieweit Sie eine Verbindung zwischen Haftmanns Biografie und, Sie haben ja immer wieder darauf verwiesen, auch seinem Kunstbegriff sehen, also seinen Entscheidungen, seinem Wirken als Kunsthistoriker und Museumsdirektor. Und auch darauf hatte Frau Benedettino ja gerade schon hingewiesen. Sehen Sie darin auch Hinweise auf antisemitisches Denken bzw. einen Wandel im Zeitverlauf? Herr Gentile, haben Sie darauf eine Antwort? Ja, das ist keine leichte Frage zu beantworten. Ich denke, Antisemitismus ist etwas, was in der deutschen Gesellschaft, vor allem in der Zeit, extrem verbreitet worden ist. Ist es heute noch, wenn man die Umfragen darüber liest. In dieser Generation und unter dem Druck der NS-Zeit war sicherlich eine antisemitische Haltung eher als normal angesehen. Es war erwünscht. Antisemitismus war ein sozialer Code innerhalb der nicht-jüdischen Teile der Gesellschaft, um sich gegenseitig zu verständigen und sich zu versichern. Er war ja einerseits ja NSDAP-Mitglied, er war SA-Angehöriger, war in der studentischen SA 1933, studentische SA 1933, war vor allem verantwortlich für die Bücherverbrennung vor den deutschen Universitäten. Inwiefern er daran beteiligt gewesen ist, weiß ich natürlich nicht, aber es war ja halt einer der Sachen, die damals eben von den Studenten der SA vorangebracht wurde, betrieben wurde. Als er in Italien war, hat er
Kontakt zu Juden und Jüdinnen, seiner Freundin zumindest ein paar Jahre lang, war die Tochter eines jüdischen Mannes und einer irischen Gräfin. Sie musste sich verstecken mit dem Vater 1944, um nicht von den Verfolgungsmaßnahmen betroffen zu werden. Inwiefern er in dieser Zeit Kontakt zu ihr hatte, weiß ich natürlich auch nicht. Es ist ja wirklich sehr schwierig, etwas Konkretes über viele Fragen zu sagen, weil es gibt ja nichts von ihm. Er hat ja sich extrem zurückhaltend zu seiner Vergangenheit geäußert und Frau Benedettino hat gerade geschildert, wie schwierig es ist, an die Dokumente zu geraten. Also in meinem Fall war es leicht, weil es ja Dokumente des Bundesarchivs, also militärische Dokumente, die eigentlich seit Jahrzehnten zugänglich sind, oder aus russischen Archiven. Aber für jemanden, der wirklich mit Ego-Dokumenten aus Hoffmanns Feder, aus Briefe oder Berichte oder was weiß ich in der Nachkriegszeit, die sehr verstreut sind, das ist sehr schwierig. Also wirklich zu sagen, wie er gefühlt hat und wie er gedacht hat. Und ich glaube, es war ihm relativ egal. Also, und vielleicht aufgrund der Karriere hat er das hat er sich eben nicht dazu bekannt. Also, ist Hoffmann für Sie ein Opportunist? Ja, denke ich schon, ja. Also, ja. Also würde ich schon als ein Opportunist charakterisieren. Er ist auch jemand. Also die Sache mit den Einsätzen in Italien, es ist sehr merkwürdig. Im Prinzip hätte er das wirklich nicht unbedingt machen müssen. Aber man hatte es ihm wohl angeboten und das war eine Chance. Und diese Chance hat er wahrgenommen. Und er war jemand, der offensichtlich Interesse und Spaß daran hat, in Zivil mit geschulterter Maschinenpistole auf einem Sportwagen durch die Gegend zu fahren und nach Partisanen zu suchen und nach anderen Personen, die für die Wehrmachtsführung als Feinde deklariert worden waren. Also das muss man können und das muss man aber auch wollen. Und offensichtlich wollte er das. Sommer 1944, als die Front am Zusammenbrechen war, hätte er sich problemlos tatsächlich absetzen können, wenn er es gewollt hätte. Hat er das aber nicht gemacht. Er blieb als einer der Letzten im Stab von General von Senger, als schon alle sich zurückgezogen hatten, vermutlich um Informanten dort in die Front einzuschleusen. Da hätte er sich auch in 2-3 Tagen wäre überrollt worden und wäre dann bei den Amerikanern gewesen und vielleicht mit Hans-Werner Richter und noch ein paar andere eben an die antifaschistische Propaganda in den Lager mitwirken können. Aber das hat er nicht gemacht. Er ist dann zurückgegangen und dann hat er gegen Ende Juni diese Aktion dann übernommen, in dem diese Menschen am Ende erschossen worden sind. Und dann hat er dann Bandenjagdkommandos übernommen und geführt. Er hat dann irgendwann mal das Eiserne Kreuz zweiter Klasse gekriegt. Ist jetzt keine riesige militärische Dekoration, aber die hat man nicht für nichts bekommen. Also die hat man schon bekommen, weil man wirklich im Kampf gestanden hat und geschossen hat. Also ich glaube schon, dass es ihm auch Spaß gemacht hat, das zu machen. Frau Benedettino, sehen Sie Hinweise auf antisemitisches Denken oder auch einen Wandel im Zeitverlauf bei Werner Hoffmann? Also anhand meiner Recherchen kann ich nicht sagen, ob Hoffmann ein Antisemit war oder nicht. Hoffmann hat jedoch antisemitische Konzepte in seiner Schriften benutzt. Und ich beziehe mich auf das Konzept des Juden ohne Kunst.
Haftmann hat geschrieben, dass die jüdische Künstler durch das meditative Verfahren der modernen Kunst erst im 20. Jahrhundert geschafft haben, einen eigenen Kunstausdruck zu entwickeln. Und das wäre laut Haftmann im selben Zeitpunkt entstanden, als das Staat Israel gegründet wurde. Das ist... Eric Michaud, der Studienleiter an der École des Études en Sciences Sociales in Paris, hat geschrieben, dass der Jude ohne Kunst eine antisemitische These darstellt, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa weit verbreitet hat. Und ich möchte gerne einen Satz vorlesen. Also Michaud schreibt: Avec Werner Haftmann, le messianisme de l'art retrouvait celui du territoire. Deux messianismes séculiers que le nationalisme racial du 19e siècle avait noué pour longtemps l'un à l'autre. Also ich übersetze, mit Werner Haftmann traf der Messianismus der Kunst zusammen mit dem Messianismus des Landes. Zwei Messianismen, die vom Rassennationalismus des 20. Jahrhunderts für lange Zeit zusammengebunden wurden. Laut Michaud, Haftmann war nicht der einzige Kunsthistoriker, die diesen Begriff benutzt hat. Er zitiert zum Beispiel auch der britische Kunsthistoriker Herbert Reed. Und für Michaud sind also Haftmann und Reed zwei Beispiele von Kunsthistorikern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in ihren Schriften antisemitischen Thesen benutzen und bis in den 70er Jahre hinein. Entschuldigung. Ja, danke. Bevor wir jetzt für das Publikum öffnen, noch die Frage an Sie. Können wir heute noch über Haftmann reden, ohne zu thematisieren, dass Haftmann Nationalsozialist war? Und wenn nicht, warum fällt es vielen Menschen auch immer schwer, das zu tun? Naja, ich glaube, das kann man wirklich jetzt nicht mehr machen. Es ist inzwischen so viel bekannt geworden und die Beweise sind sehr eindeutig, zumindest was er in der Zeit zwischen Ende 43 und 45 gemacht hat, dass man das einfach nicht, glaube ich, außer Acht lassen kann. Es ist schwierig aus verschiedenen Gründen. Es ist schwierig, weil es grundsätzlich schwierig ist, sich mit der eigenen Täterdimension zu beschäftigen. Es ist da einfacher, sich in die Opfer zu identifizieren oder die Opfer zu mit den Opfern zu beschäftigen, als innerhalb der eigenen Familie nach Täter zu suchen. Und wir wissen zumindest spätestens seit der Wehrmachtsausstellung Mitte der 90er Jahre, dass die Wehrmacht massiv im Zweiten Weltkrieg in Verbrechen verwickelt gewesen ist, an Verbrechen beteiligt gewesen ist. Und das heißt, dass theoretisch letztlich jeder Angehörige der Wehrmacht verdächtig sein könnte. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Also vielleicht gibt es 5% von Täter und 95% nicht. Aber das kann keiner wissen.
Und das ist sehr schwierig. Und ich glaube, damit möchte man sich tatsächlich nicht beschäftigen. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist in anderen Ländern. Das ist wahrscheinlich in Italien noch schlimmer. Also die eigene Tätervergangenheit ist noch, es ist sehr problematisch. Frau Benedettino, wie ist Ihr Blick auf die Frage? Ja, ich glaube auch, dass das eine schwierige Frage ist, und ich glaube auch, dass das kann man nicht mehr ignorieren. Das Problem liegt auch darin, dass der private Nachlass des Kunsthistorikers noch bei der Familie ist, und es wäre wirklich wünschenswert, dass der Nachlass an eine öffentliche Institution angeht, damit Forscherinnen Zugang zu ihm bekommen können. Und wieso das noch heutzutage so schwer ist, also ich glaube, dass es könnte daran liegen, dass wenn man eine so bekannte Persönlichkeit wie Haftmann in Frage stellt, dann sollte man auch viele weitere Persönlichkeiten auch in Frage zu stellen. Und ich beziehe mich zum Beispiel auf Haftmanns Kollegen am Kunsthistorischen Institut in Florenz oder an der Bibliothek Herziana, die so eine ähnliche Karriere wie Haftmann gemacht haben. Ja, vor diesem Hintergrund ist vielleicht erfreulich, dass es jetzt immerhin Forschung zu Alfred Henssen geben wird an der Kunsthalle in Hamburg, um vielleicht auch diese Dimensionen besser abmessen zu können. Ja, Ihnen beiden an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch bis hierhin. Jetzt sind Ihre Fragen, Anmerkungen und Kommentare willkommen. Bitte melden Sie sich. Ja, herzlichen Dank für diese Veranstaltung. Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber erstmal eine vorab. Mal abgesehen von der Tatsache, dass Haftmann zu Zeiten ein aktiver und womöglich auch quälender, im Wortsinne Nazi war. Wie ist er denn als Kunstwissenschaftler, als Kunsthistoriker? Ist er da ernst zu nehmen? Hat er wesentliche Beiträge geleistet? Ich glaube, Frau Benedettino, die Frage geht zunächst an Sie. Ja. Also ich würde antworten, dass Haftmann auch zu seiner Zeit unterschiedlich rezipiert wurde. Und ich habe beobachtet, dass es einen Generationsunterschied gab. Das heißt, dass er meistens von Menschen seiner Generation oder älter unterstützt und gelobt wurde, aber von jüngeren Kunsthistorikern sehr kritisiert wurde. Also ich könnte ein Beispiel erwähnen. Haftmann wurde 1969 von Karl Georg Heise mit der Rede für die Jahrhundertfeier der Hamburger Kunsthalle beauftragt. Und während dieser Rede sagte er, dass unter anderem, dass das Museum der Ort der Tradition sein sollte, dass man vorsichtig mit zeitgenössischer Kunst, dass ein Museumsdirektor selektiv mit zeitgenössischer Kunst sein sollte, dass die zeitgenössische Kunst, die aus Prozessen und statt Objekten bestand, keinen Platz im Museum hatte. Also er war gegen die Demokratisierung, die damals in der Gesellschaft gefordert wurde. Also das war ein echtes Problem, also nicht nur in der Kultur und in den Museen, also allgemein. Und es gab viele Kunsthistoriker, die mit ihm nicht einverstanden waren. Und es gab damals auch eine Debatte in der Presse, in der Zeit. Und Haftmann wurde zum Beispiel von Wieland Schmidt, der damals Leiter der Kästner Gesellschaft in Hannover war, sehr kritisiert, weil er meinte, dass zeitgenössische Kunst natürlich zum Museum gehörte. Er wurde auch kritisiert von Kunstkritikern, wie zum Beispiel Eduard Bocamp,
der bemerkte, dass Haftmann vom gestrigen Verteidiger der Moderne zu einem Museumsdirektor geworden war, der sehr konservativ war. Er wurde zum Beispiel auch von Thomas Schröder, der Feuilleton-Redakteur, ich glaube der FAZ war, der bemerkte, dass es das erste Mal in der Nachkriegszeit war, dass ein Kunsthistoriker von vom Haftmanns Tenor, also die zeitgenössische Kunst, so banalisiert und trivialisiert habe. Aber es gab auch Kunsthistoriker, die an der Seite Haftmanns standen. Ich könnte zum Beispiel erwähnen den Kulturdezernent der Stadt Darmstadt, Bernd Krimmel. Er schrieb damals einen Brief an Haftmann und beschrieb die Lage als grotesk, weil eben der Verteidiger der Moderne also plötzlich als konservativ und sogar reaktionär attackiert wurde. Also es gab meiner Meinung nach wirklich eine Spaltung in der Gesellschaft. Danke. Ja, meine Frage an Sie, Frau Benedettino, die schließt ein bisschen an die Frage von eben von Ihnen an. Und zwar, also Haftmann, Abstraktion als Weltsprache, sein großes Credo, was er ja dann auch in seinem Buch sehr ausführlich beschreibt. Und wenn man sich, wie würden Sie, also Frage ist an Sie, wie würden Sie die Rolle einschätzen, die Haftmann bei der Durchsetzung der Abstraktion in Europa gespielt hat? Ich sage dazu aber vorher noch was, nämlich die ersten abstrakten Bilder sind ja 1911 entstanden, also das schwarze Quadrat von Malevich, die Komposition von Kandinsky, und es war ja dann spätestens ab den 40er Jahren in den USA ein ganz großer Aufschwung in Richtung abstrakter Expressionismus, und das war eine Kunst, die sich in den USA schon lange vor der ersten Documenta durchgesetzt hatte, auch von wesentlichen Kunsthistorikern getragen wurde, erklärt wurde, vermittelt wurde, sowohl unter den Kunsthistorikern, jetzt in Klammer auf, Klammer zu, als sowohl unter diesen Kunsthistorikern als auch unter den großen amerikanischen abstrakten Künstlern war der größte Teil aus wohlsituierten jüdischen Familien, Klammer zu. Und wie würden Sie jetzt die Rolle oder die Bedeutung einschätzen, die Haftmann überhaupt für die Abstraktion, für die Durchsetzung der Abstraktion gehabt hat? Wäre das nicht ohne ihn genauso gewesen? Jetzt mal zugespitzt als Frage. Ja, Haftmann hat bestimmt eine wesentliche Rolle gespielt in der Verbreitung der Abstraktion. Man muss aber auch, ich glaube, den kulturpolitischen Kontext berücksichtigen. Also die Abstraktion war eben von den Amerikanern sehr unterstützt. Und also ich glaube, dass also wir wissen die Rolle, die Amerikaner in der Kulturpolitik Westdeutschland gespielt haben. Ja, also ich glaube, ja, Haftmann hat eine Rolle gespielt, aber man kann auch nicht die Kunstgeschichte der Nachkriegszeit auf die Abstraktion begrenzen. Und Haftmann hat leider also wirklich die Abstraktion wie ein Dogma verbreitet. Und das war ja sein Problem. Also er war zum Beispiel gegen die Kunstrichtungen, die in den 60er Jahren entstanden sind, gegen die Pop-Art. Und ich finde sehr interessant, dass hier in Kassel ist das Gleiche wie in Berlin passiert. Also wenn Haftmann weggegangen ist, wird plötzlich den Fokus auf die zeitgenössische Kunst gesetzt, die Haftmann zu seiner Zeit abgelehnt hat. Und in Berlin passiert das Gleiche. Also die Aufgabe von Dieter Honisch, der Nachfolger, ist wirklich die zeitgenössische Kunst zu zeigen und zu erwerben, weil Haftmann hatte sehr wenig gekauft und gezeigt auch.
Vielleicht nur so als Randbemerkung dazu. Ich meine, es gibt zum Beispiel Ludwig Rothe, der in Dessau war und dann in München und in Nürnberg, der eine ähnliche Haltung vertreten hat mit wie Haftmann. Und ich glaube, die waren auch befreundet miteinander. Das ist ja eigentlich auch, und Ludwig Rothe hat dann halt im arisierten Kunsthandel in München die letzten Nazi-Jahre überlebt. Also das ist auch nicht, also er hat jetzt niemanden, so viel wir wissen, niemanden gefoltert und ermordet, aber so ganz charmant ist es auch nicht. Und er setzt genauso auf die Abstraktion nach 45. Also das ist praktisch diese Kunsthistoriker-Generation. Und ich glaube, das ist diese, also er hat ja, vielleicht kann man nicht sagen, jetzt kunstwissenschaftlich innovativ, aber er hat dieses Narrativ, was politisch-gesellschaftlich gewollt war, hat er haben sie gemeinsam durchgesetzt. Und ich finde dieses Buch, also Graskamp hat ja auch beschrieben, dass es ja schon zur ersten Documenta eigentlich ein völlig veraltetes Kunstkonzept ist. Und wenn man guckt, was zum Beispiel in London passiert ist und so, dass das ganz woanders war, die eigentlich hier die aktuelle Kunstentwicklung. Und ich fand sehr erschreckend, wie dieses Buch endet über die europäische Malerei von ihm, wo er praktisch ja sagt, mit der Entwicklung der abstrakten Kunst in Europa ist das praktisch, das wird jetzt die neue Weltkunst. Damit beglücken wir die Welt. Also es ist jetzt nicht mehr die Weltherrschaft über die Wehrmacht, sondern die Weltherrschaft über die Kunst, die da eigentlich propagiert wird. Das ist so ganz befremdend, also es ist Schlusskapitel. Damit enden die letzten zwei Seiten. Das ist aus heutiger Sicht, also gruselt es einen. Damals hat es offenbar niemanden gestört. Aber wenn man das heute liest, ist es wirklich völlig verstörend. Ich glaube, das ist mehr als Kommentar, weniger als Frage zu verstehen, oder? Mache ich es mal knapp. Ich freue mich, dass Sie die Rolle der USA nach 1945 bei der Förderung der freiesten aller Künste erwähnt haben. Stichwort Ihre englische Kollegin Frances Donner Saunders, Stichwort Who Paid the Piper, also die Rolle der CIA im Kulturkampf während des Kalten Krieges. Ich weiß nicht, ob davon die Documenta auch berührt wurde in diesem sehr lesenswerten Buch Ihrer Kollegin Frau Saunders, findet die Documenta leider keine Erwähnung. Was nur einen Satz noch Ihre Bemerkung eben anbetrifft, dass Deutschland nun eine, wie soll ich sagen, propagierende Rolle einzunehmen habe. Vor 2 oder 3 Jahren wurde in Tübingen eine Ausstellung eröffnet, als die alten Meister jung waren. Und der Eröffnungsredner, lange Jahre Leiter der Tübinger Kunsthalle, sagte wörtlich, früher sagte man, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Heute sagt man, die Kunst ist ein Meister aus Deutschland. Wörtlich. Also da ist noch einiges an Sendungsbewusstsein. Das nur ganz am Rande. Danke. Ich habe gerne eine Frage, weil mich das interessiert, die Zeit des Nationalsozialismus. Sprechen Sie ins Mikro bitte. Okay. Ist ja auch irgendwie so eine Bewusstseinshaltung gewesen, die durch Deutschland ging. Und Haftmann war, glaube ich, in dem Alter, dass er diese Ausstellung Entartete Kunst ja auch irgendwie erlebt haben muss. Die wanderte ja von München auch nach Berlin. Und mich interessiert, inwieweit es vielleicht Fakten gibt oder Aussagen oder auch Mitteilungen, wie er selber zu dieser neuen Ideologie der Kunst gestanden hat. Also ich weiß nicht, ob ich die Frage gut verstanden habe. Also er hat die Ausstellung Entartete Kunst miterlebt. Hat er sie besucht und hat er dazu Stellung bezogen? Gibt es, genau. Also ja, Entschuldigung, nee, leider weiß ich das nicht. Ah, ja. Also das Problem ist, dass es ist wirklich sehr schwierig ist, Dokumente und Akten, die Haftmanns Leben vor dem Zweiten Weltkrieg betreffen, zur Verfügung zu haben. Ah, ja. Also das ist wirklich ein Problem. Also wir wissen daran noch, daran zu kommen an diese. Ich glaube, dass wir wirklich noch sehr wenig über Haftmann wissen. Denn. Und es wäre wirklich notwendig, also mehr zu recherchieren. Aber es ist auch schwierig, weil ist noch verschlossen. Ja. Ja, also ich glaube, dass viele. Man kann, glaube ich, sagen, es wird aktiv gegengearbeitet im Fall des Nachlasses. Ja, weil, wie gesagt, das ist ja ein Bewusstseinsprozess, der durch alle Bevölkerungsgruppen ging. Und das interessiert mich sehr. Er war ja auch beteiligt, auch ein bisschen schon vorgeformt als Kunstspezialist. Und da würde mich gerne mal interessieren, wie weit dort irgendwelche Aussagen von ihm getätigt wurden. Ja,
Aber ich war damals in Italien, aber also ich kann leider darüber nichts sagen. Ja. Nee. Dankeschön. Carlo Gentile, wenn ich dazu kurz was sagen darf, hat das ja angesprochen. Also das ist in der historischen Arbeit das Problem. Wenn die Ego-Dokumente fehlen oder nicht zugänglich gemacht werden, ist es sehr schwierig, darüber Aussagen zu treffen, beziehungsweise ist alles weitere Spekulation. Und wir versuchen hier nur Aussagen zu treffen, die wir auch belegen können. Deswegen ist das problematisch. Aber der Verdacht liegt ja nahe, wenn man in der SA ist, in der NSDAP, also Mitglied, aktives Mitglied gewesen ist, dann müsste man doch auch diese Ideologie teilen. Also ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen antworten, weil ich glaube, es ist eindeutig, dass Haftmann erstens natürlich während der Zeit nichts hätte über die Ausstellung Erhärtete Kunst publizieren können in irgendeiner Form, ja, auch öffentlich, das kritisch gewesen wäre. Aber die Texte, die er in Kunst der Nation geschrieben hat, machen deutlich, dass er zu einem Flügel der nationalsozialistischen Bewegung gehörte, die sich ja für den Expressionismus ausgesprochen hatte, eindeutig. Und da fallen die Namen einer Reihe von prominenten Gestalten, die dann in der entarteten Kunst als Negativbeispiel auftauchen. Also ich glaube, seine Position in der Hinsicht ist nicht rätselhaft oder so. Das hat auch was zu tun mit der Geschichte, die Frau Benettini erzählt hat, weil ein Argument, das Haftmann immer anführt in seiner Tätigkeit als Direktor der Nationalgalerie, ist ja der Rückbezug auf Ludwig Justi, die sozusagen die Wiedergeburt des Kronprinzenpalais als Konzept sozusagen, das ist sein Anspruch. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt sozusagen diese eher völkisch-nationalen Töne in seinen Texten, die gibt es von Seiten von Leuten, die nicht NSDAP-Mitglieder waren, in noch viel schlimmerer Form in den 30er Jahren. Ja? Also da war er nicht mal ausgeprägt in der Rhetorik. Ja? Also auch Ludwig Justi versucht als Opportunist, sich den Nazis anzudienen und bedient deren sozusagen das, was er erwartet, was da gehört werden soll, was Begründungszusammenhänge sein können, die den Expressionismus rechtfertigen. Verglichen damit ist Haftmann jemand, der sogar die Autonomie der Kunst hochhält, 1934, zu einem Zeitpunkt, wo das also überhaupt nicht angesagt ist und eher ein bisschen akademisch abgehoben wirkt, würde ich sagen. Aber ich wollte eigentlich einen Vorschlag machen, weil die Frage ja im Raum stand, warum ist denn sozusagen, hat denn früher niemand danach geguckt, was Haftmann vor 45 getan hat? Warum ist es immer noch schwierig, darüber zu reden? Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass er doch jedenfalls für den deutschen Diskurs derjenige ist, der die Moderne nach 45 rehabilitiert hat. Also wir haben jetzt so ein bisschen, das hat sicherlich mit den Reden auf dem Podium zu tun, die Zeit in den 50er Jahren ja etwas ausgeblendet oder das war nur kurz mal im Gespräch, aber er ist natürlich 1955 nicht der Vertreter einer konservativen Position wie 1967, 68, sondern ist zu dem Zeitpunkt vertritt er sozusagen eine Position, also im Gegensatz zu Sedelmeier, Darmstädter Gespräch, die sozusagen eine Rehabilitation dieser Moderne, die ihm gerade durch die dann siegreiche Fraktion innerhalb des NS, ne, die sich für dieses Thema Entartung, also Rosenberg und so, und ich glaube, der Grund, warum sozusagen auch gerade die Befürworter der Moderne davor zurückschrecken, ja, die Konsequenzen aus der jetzt historischen Forschung sozusagen auf die Tätigkeit von Haftmann nach 45 zu ziehen, hat etwas mit dem messianischen Charakter der Kunst zu tun, was auch schon angesprochen war. Also es geht darum, dass das sozusagen die Moderne beschädigt oder beeinträchtigt, moralisch disqualifiziert, wenn klar ist, dass die nicht die Märtyrer- und Opferrolle hatte, die man ihr nach 45 gerne zugeschrieben hat. Vielleicht lassen wir das als Abschlusskommentar so stehen. Vielleicht abschließend noch die Frage an Sie beide. Haben Sie den Fall Haftmann denn jetzt zu den Akten gelegt oder planen Sie, sich weiter mit ihm auseinanderzusetzen? Also wir planen tatsächlich, uns weiter damit auseinanderzusetzen. Wir planen mit Frau Benedettino und Thomas Gruber, der ebenfalls mit einem Beitrag letztes Jahr in die Öffentlichkeit getreten ist, eine gemeinsame Publikation über diese Zeit, die vor allem die Zeit zwischen Ende der 30er Jahre und 1946 in den Blick nimmt, aus den verschiedenen Perspektiven zu verfassen. Aber
das ist noch ein Projekt erstmal. Also da sind sehr wenig Seiten erstmal entstanden, würde ich sagen. Aber daran arbeiten wir und versuchen das innerhalb dieses Jahres oder Anfang 2023 veröffentlichen zu können. Wir werden also noch von Ihnen lesen. Hoffentlich, ja. Ja, also vielen Dank, dass Sie hier und heute mit uns ins Gespräch gekommen sind und ganz besonders herzlichen Dank nochmal an Vincenza Benedettino und Carlo Gentile. Bevor Sie nun aufbrechen, ein Hinweis zum Schluss. Die Reihe Vergiftete Verhältnisse geht selbstverständlich weiter. Nächste Woche am 7. Juni spricht Tamara Bodden an gleicher Stelle über Kunst First, Geld Second, das Dokumenta 14 Finanzdefizit im öffentlichen Diskurs. Und eine Woche später, am 14.06., schließen wir, und das interessiert dann vielleicht die Fans der 50er, thematisch noch einmal an die Fragen an, die heute aufgeworfen und diskutiert wurden, denn dann spreche ich mit der Historikerin Claudia Gatzka über Kunst und Gesellschaft in Italien und Deutschland in den 1950er Jahren, Antifaschismus oder Postfaschismus. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis dahin. Applaus